Ich finde es schade, weil ich durfte früher immer schwimmen gehen, wenn ich Lust hatte oder wenn meine Trainingszeiten waren. Und meine Schwester hat so viele Kurse, hat sie sich angemeldet, aber durfte nicht im einen Kurs schwimmen. Und damit sind auch, sage ich mal, unsere Problemfelder ganz klar strukturiert. Und da nun durch die Schulschließungen und dadurch, dass die Vereine nicht mehr an den Start gehen können, die Vereine leiden und ihre Wasserzeiten nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommen, leiden natürlich auch die Allerjüngsten. Und vor allen Dingen leidet die Schwimmausbildung. Die DLRG hat es beschrieben, die konnten quasi 70% ihrer Ausbildungsangebote nicht mehr zum Tragen lassen. Wir im Verein bringen jährlich etwa 400 Kindern das Schwimmen bei. Und das ist momentan überhaupt nicht möglich. Wir haben leider auch nicht die Kapazitäten, das in den nächsten Jahren nachzuholen. Wenn die Eltern mit ihren Kindern in den Urlaub fahren, kann es sein, dass die Zahl der Ertrinkungstoten steigt. Total anstrengend, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Frühschwimmenlernen ganz viel bringt und leider jetzt seit einem Jahr nichts weitergeht. Und es ist halt leider sehr schade, dass die Kinder nicht schwimmen lernen dürfen. Der Berliner Schwimmverband hat gemeinsam mit dem Landessportbund, mit der DLRG und der Senatsbildungsverwaltung die Initiative Swimming Saves My Life ins Leben gerufen. Das heißt, wir wollen mit besonderen Rahmenbedingungen nach der Pandemie den Kindern ermöglichen, sich selber das Leben retten zu können, indem sie schwimmen lernen. Wir bitten alle beteiligten Institutionen, sich an dieser Kampagne zu beteiligen und insbesondere die politischen Verantwortungsträger darum, dass sie die Möglichkeiten schaffen, dass mehr Wasserfläche für die Kinder zur Verfügung steht, damit sie auf dieser Wasserfläche ausgebildet werden können und damit sie sich selbst ihr Leben retten können. Das ist eine super Initiative. Also wir wünschen uns, dass darauf die Aufmerksamkeit steigt und wir endlich wieder anfangen können mit Schwimmen. Und diese Kinder nachmittags in den normalen geregelten Betrieb mit reinzubekommen, ist einfach nicht möglich. Deswegen sind wir auf diese Schwimmlerninitiative sehr angewiesen. Dass wir gemeinsam mit den Berliner Bäderbetrieben versuchen, unseren Vereinen, also da, wo quasi die Profis für Schwimmen lernen sitzen, mehr Wasserfläche zur Verfügung zu stellen, um das ein Stück weit zu kompensieren, was im Augenblick weggefallen ist. Die zweite Variante ist die, dass wir auf die Ferien ausweichen. Auf die Ferien deswegen, weil gerade die Eltern, deren Kinder das Schwimmenlernen nicht erlernt haben in der Zeit, sicherlich auf die Ferienzeit zurückgreifen werden, um den Kindern das beizubringen. Ich finde es klasse, dass meine Schwester dadurch schwimmen kann. Schwimmen lernen Offensive. Swimming saves my life.